Selber punkten und nicht auf die anderen schauen, lautet die Devise von Schwarztrainer Martin Hofbauer beim letzten Heimspiel des SC Schwarz im Schwarzer Sportpark gegen den SC Imst. Die Schwarzer wollen sich mit einem Erfolg den Titel in der JPC Tirolliga sichern. Vor 400 Zusehern sind die Schwarzer klarer Favorit und in der 12. Minute sorgt Stefan Klausner für die erste Jubelstimmung im Stadion. Zur selben Zeit liegt die SVG Reichenau im Matre bereits mit 1:4 im Rückstand und die Gewissheit der Meisterfeier im eigenen Stadion für die Schwarzer Mannschaft ist fix. Trotzdem bleibt das Spiel, geleitet von Schiedsrichter Michael Daxauer, unterhaltsam. In der 28. Minute ist neuerlich Stefan Klausner zur Stelle und erhöht mit seinem insgesamt 14. Saisontor auf 2:0 für den neuen JPC Tirol-Ligameister. Nach dem Seitenwechsel trifft zwar der Imster Marco Klingenschmidt zum 1:2, aber die Konzentration der Schwarzer Mannschaft liegt auf der Jubelstimmung nach dem Schlusspfiff. Die kann auch der knapp vor Schluss heftig eingesetzte Regen nicht verhindern. Super Sache, wenn man nach so einer langen Saison so viel Energie aufwand und so viel Zeit aufwand nach ganz oben steht, ist eine super Genugtuung. Natürlich sind wir sehr stolz auf unsere Sportanlage. Aber die schönste Sportanlage wäre nichts ohne tolle Ergebnisse und den Einsatz der Sportler. Wir haben großartige Fußballer, wir haben einen tollen Verein und wir haben heute den Meistertitel. Und darüber sind wir stolz. Wunderbar. Ich habe ja zuerst schon gesagt, der Verein mit dem schönsten Stadion gehört einfach in die höchste Amateurliga, nämlich in die Regionalliga West. Und es ist die Mannschaft unglaublich, der Verein unglaublich und vor allem die Gemeinde Schwarz unglaublich, was den auf die Füße gestellt hat, dass wir so ein Umfeld haben und solche Möglichkeiten da haben. Das ist sensationell und da muss einmal ein besonderer Dank natürlich auch der Gemeinde gelten. Noch ist aber die Saison für die neue Regionalliga Westmannschaft nicht vorbei. Am Dienstag kommt es gegen den FC Kufstein zum TFV Kerstorfer Cupfinale.